Hallo, euer Lieblingskoch. Heute geht es um Schärfe und ich bin schon besonders scharf, aber meine Messer sind es nicht mehr und deswegen will ich heute euch einfach zeigen, wie man Messer schärft. Zum Messerschärfen braucht ihr zwei verschiedene Schleifsteine. Einmal einen groben mit einer 200er und einer 800er Körnung und ihr braucht einen mit einer 1000er und mit einer 3000er Körnung. Im ersten Schritt legt man diese Steine in Wasser ein und wartet so lange, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Während die Schleifsteine hier einweichen, zeige ich euch schon mal, wie mein Messer aussieht. Das hat es nämlich erlebt. Das hat hier oben überall Kanten drin. Und wenn man diese Kanten drin hat, dann muss man erstmal einen Vorschliff machen, bei dem man die ganzen Kanten im Prinzip hier rausmacht und einen ganz neuen Schliff aufarbeitet. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr also so ein stumpfes Messer habt, wie ich das hier habe, und das erkennt man daran, dass sich da weder irgendwelche Haare rasieren lassen, noch dass man ein Stück Papier damit durchschneiden kann, dann muss man erstmal die Körnung des Steins mit der 200 nehmen oder eine grobe Körnung und geht dann los und muss sich eine Bewegung angewöhnen, die ist wie ein Scheibenwischer. Ich räume das hier mal ein bisschen weg. Und zwar, ein Scheibenwischer macht ja so. Und genauso machen wir das bei der Schleifbewegung jetzt auch. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Winkel beachtet. Und dieser Winkel ist immer abhängig davon, was ihr hier für einen Schliff drauf habt. In der Regel sind das 45 Grad. Und dafür gibt es so eine Schleifhilfen auch. Das macht sich ganz gut. Das sieht so aus. Und dann klippt man das Messer dran und dann kann man das in dem Winkel schleifen am Anfang, wenn man nicht so richtig drauf hat, wie es geht. Ansonsten ist das ein Winkel von 90 Grad und die Hälfte davon ist ein Winkel von 45 Grad. Und dann geht es los und man fängt an zu schleifen. Dabei habt ihr den Ellbogen hier fixiert und geht hier vorne mit der Hand noch drauf. Wenn ihr das ohne Schleifhilfe machen wollt, dann sieht das so aus. Aber da das für Einsteiger am einfachsten ist mit der Schleifhilfe, möchte ich das euch auch gleich so zeigen. Und ihr schaut, dass ihr immer die ganze Klinge über den Stein führt. Wenn das Messer größer ist, müsst ihr das über drei Etappen machen. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Dann geht ihr nämlich zuerst hier hinten lang. Und ihr seht, die Spitze kommt nämlich gar nicht mit rüber. Macht das, bis der Grat aufgebaut ist. Das erkläre ich euch dann gleich noch. Und dann geht ihr hier in der Spitze lang und müsst die Spitze aber euren Ellenbogen immer ein bisschen anheben. So, jetzt machen wir mit dem kleinen Messer weiter. Ihr müsst so lange schleifen, bis ihr erstmal die ganzen Kanten raus habt. Und dabei kann man ruhig einen schönen Druck aufs Messer setzen. Wenn der Stein zu trocken wird, dann macht er wieder ein bisschen Wasser drauf. Wenn die Kanten auf der einen Seite raus sind, dann dreht ihr das Messer um und macht das Ganze von der anderen Seite wieder. Gut, die Kanten sind jetzt alle rausgeschliffen und jetzt macht man sich das Messer sauber und dreht den Stein um
und fängt jetzt an, auf jede Seite einen Grat drauf zu schleifen. Dieser Grat ist ganz wichtig, weil der gibt später die Schärfe. Das heißt, es soll hier an jeder Messerseite so eine Kante entstehen. Dafür macht ihr wieder den Stein ein bisschen nass. Und die Schleife ist wieder drauf. Und dann fangt ihr wieder an. Also für mich ist dieses Messerschleifen immer eine schöne Entspannungsarbeit und ein schöner Abschluss von dem Tag. Und wenn man seine Messer selber schleift, dann geht man ganz anders damit um. Und gute Messerschärfer sind ohnehin fast ausgestorben. Und wenn ihr eure Messer irgendwo zu so einem Möchtegern-Schleifer gebt, dann werdet ihr sie kaputt wahrscheinlich wiederbekommen. Deswegen macht es selber. Gebt immer ein bisschen Druck vorne auf die Spitze, denn die kippelt sonst so hoch und wird nicht mitgeschliffen. Es ist wichtig, dass ihr die ganze Klinge über den Stein zieht. Dann kann man fühlen, wie der Grat ist, wenn man mit dem Fingernagel hier lang geht und so hängen bleibt. Merkt ihr das? Also der Grat ist da und ich mache jetzt das Messer einmal sauber und dann wechsle ich wieder die Seite. Und dann mache ich das von der anderen Seite nochmal. Dieser Grat muss richtig schön groß sein, von jeder Seite. Tolles Geräusch, ne? Dieser Schleifschlamm, wie man das nennt, dieser Schmutz, der sich hier auf den Steinen steht, der darf draufbleiben, denn der schleift das Messer richtig schön scharf. So, jetzt mache ich das Messer einmal sauber, weil ich der Meinung bin, dass der Grat von beiden Seiten ausreichend ist. Und wichtig ist, dass wenn ihr euch das Messer anschaut, dieser Grat von hier vorne bis hier vor an die Spitze geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und er muss von beiden Seiten da sein. Und das merkt ihr, wie gesagt, wenn ihr hier mit dem Fingernagel rüber geht und hier so hängen bleibt. Ja, sehr gut. So, jetzt zeige ich euch den nächsten Schritt. So, was wir jetzt also eben gemacht haben, war der Hauptschliff und jetzt kommt der Feinschliff und dafür nehmen wir den nächsten Stein und fangen an mit der Tausender Seite. Und dann legen wir wieder die Schleifhilfe auf und jetzt entfernen wir mit dem Feinschliff den Grat und machen wieder genau dasselbe wie vorhin, nur dass es jetzt gar nicht mehr so lange dauert und man auch keinen Druck mehr aufbauen muss. Näher, sieht man das noch besser. Okay. Gut, das reicht schon. Und jetzt kann man das umdrehen und macht das wieder genau so hier. So, das war's schon. Und jetzt machen wir das Messer sauber und drehen den Stein um auf die 3000er Körnung. So, wir ziehen jetzt das Messer abwechselnd immer über den Schleifstein drüber. Und dadurch, dass es so schön fein ist, reduzieren wir damit nochmal den Grat, der überhaupt noch da ist. Ja? Also sieht so aus, ohne Druck, einmal so und einmal so. Und das Ganze macht er so 5 bis 10 Mal. Und achtet immer mit darauf, dass die Spitze schön mitgeschliffen wird. Also 5 bis 10 Mal von jeder Seite natürlich. Ne? So, den Schleifstein, den können wir erstmal weglegen ins Wasser, den reinigen wir nämlich wieder. Und das Tuch machen wir auch weg. Und einmal hier klar Schiff, Messer, das ist jetzt schon eigentlich richtig scharf. Ja? Aber wir wollen es noch schärfer haben. Und dafür muss man das polieren mit Polierpaste und mit einem Lederriemen. Den kann man jetzt für einen Haufen Geld kaufen oder... Ich habe hier so einen wunderschönen Lederriemen von der russischen U-Boot-Flotte. Und dieser Lederriemen, der hat ja eine grobe Seite und der hat eine feine Seite. Und diese feine Seite, die nutzen wir und streichen uns da Polierpaste drauf. So.
Ich muss das mal aufmachen hier. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, ist es besser, wenn ihr diese Polierpaste schon einen Tag vorher auftragt. Dann könnt ihr natürlich den Gürtel nicht mehr nehmen, aber dann ist das Ergebnis wesentlich besser. Ne? So, jetzt verteilen wir das hier erstmal ein bisschen mit einem anderen Messer. So, okay. Und dann zieht ihr dieses Messer mit einem flacheren Winkel als vorher, zieht ihr hier immer einmal drüber und einmal so drüber. Und das macht ihr so 3-4 Mal. Dann machen wir das einmal sauber. Und dann nehmt ihr euch einen Fingernagel und zieht hier einmal so vorsichtig drüber. Dadurch geht auch der Grat nochmal weg. Ja? Oder ihr nehmt euch ein Stück Hartholz, das hole ich eben gerade mal. Jetzt verliere ich natürlich meine Hose hier fast. Und zieht das hier über das Holz drüber und dann wiederum nochmal über den Lederriemen. Ledergürtel. Dann machen wir das Ganze nochmal. Denn dadurch geht schön der Grat ab. Und dieses Polieren ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch bekommt das Messer wirklich eine Rasierklingenschärfe. So. Das ist doch schön scharf. So, schaut mal, hier ist nichts mehr. Hier sind keine Kanten mehr drin. Das ist ein richtig schöner Schliff. Und wie man sieht, ist es auch richtig scharf. Ja. Man kann das richtig einschneiden und sich sogar die Haare abrasieren. Und wichtig ist da, wenn ihr die Haare abrasiert, dass das wirklich in beide Richtungen auch funktioniert. Ja. Ja, jetzt sehe ich aus wie so ein nacktes Huhn hier. Okay, ich rasiere mir noch ein bisschen die Arme, dass das hier schön einheitlich ist. Ich muss noch meinen Gürtel wieder sauber machen, ansonsten muss ich hier noch die Hosen runterlassen. Und hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Samstag wiedersehen. Bis dahin, tschüss, euer Lieblingskoch. Da schneide ich mir noch die Kehle durch.